Herzlichen Dank, Herr Bellino. Für die Fraktion der SPD erteile ich der Abgeordneten Faeser das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Vorwürfe gegen Beamte der hessischen Polizei im Zusammenhang mit der unberechtigten Abfrage in polizeilichen Informationssystemen sowie der Verwendung von rechtsextremistischen Inhalten, also Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung in einem Chat zwischen mehreren Beamten, wiegen sehr schwer. Die FAZ am Sonntag spricht sogar vom größten Polizeiskandal seit vielen Jahren. Vor allem die wiederholten Drohbriefe gegen die Anwältin Frau Bajaj Yildiz, die mit NSU 2.0 unterzeichnet sind, sind alarmierend und machen uns über die Maßen betroffen, meine Damen und Herren. Es ist nicht zu akzeptieren, und es ist unerträglich, das werden sicherlich alle bestätigen, die Kinder haben, wenn Drohungen gegen das Kind erfolgt und die eigene Familie. Bei der Anwältin handelt es sich um ein Organ der Rechtspflege. Und deshalb verdient sie auch den besonderen Schutz des Staates, meine Damen und Herren. Aber ich möchte die einzelnen Fälle kurz aufrufen, damit wir wissen, von was wir reden. Der erste Komplex betrifft die Drohbriefe gegen die Frankfurter Anwältin. Mittlerweile hat sie 4 Drohschreiben erhalten und ein weiteres, das an eine Polizeibehörde in Frankfurt elektronisch eingegangen. Das wissen wir aus dem Innenausschuss vom gestrigen Abend. Hier läuft das Ermittlungsverfahren, und man kann nur hoffen, dass möglichst bald die Täter überführt werden. Brisant dabei ist, dass die persönlichen Daten der Anwältin in zeitlicher Nähe zu dem ersten Drohbrief an einem Arbeitsplatz des ersten Polizeireviers in Frankfurt abgefragt wurden. Beim zweiten Komplex, da kommt das nämlich jetzt her, aus den Ermittlungen der Polizei zu den Drohbriefen ergab sich ein weiterer Sachverhalt, nämlich der Chat von Frankfurter Polizeibeamten aus dem ersten Revier bei WhatsApp. Dabei handelt es sich um die Verbreitung und Austausch von rechtsextremen Inhalten und Kennzeichen. Auch hier wird ermittelt, und die Beamten sind vom Dienst suspendiert. Ein Beamter stammt aus Kirdorf. Der dritte Komplex ist, dass bei einer Kirmes 2 Polizeibeamte aus Kirdorf wegen rechtsextremer Sprüche auffällig geworden sind und es dort Hausdurchsuchungen gab, bei denen Nazisymbole und wohl auch Waffen gefunden wurden. Nach Auswertung der Handys sind 3 weitere Beamte unter Verdacht geraten wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung. Beim vierten Komplex handelt es sich um unrechtmäßige Datenabfrage und Weitergabe eines ehemaligen hessischen Polizeibeamten, der mittlerweile seinen Dienst in Niedersachsen verrichtet. Er hat die Daten an eine aus der gewaltbereiten rechten Szene weitergegeben. Angeblich handelt es sich nicht um rechtsextremistische Gründe, was angesichts der Person, an die die Daten gegeben wurden, doch höchst fragwürdig erscheint. Hier wurde inzwischen in Hessen Anklage wegen Geheimnisverrats gegen den Beamten erhöht. Das alles wiegt so schwer, dass hier lückenlos aufzuklären ist, meine Damen und Herren, und zwar möglichst schnell. Und Herr Kollege Bellino, wir wissen noch nicht, ob die rechten Umtriebe in der hessischen Polizei dramatische Einzelfälle sind oder gar ein rechtes Netzwerk dahintersteht. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir wissen auch noch nicht, das können wir nicht abschließend beurteilen, ob sie miteinander zusammenhängen oder nicht. Dazu kann man wahrscheinlich erst nach Beendigung des Ermittlungsverfahrens etwas zu sagen. Und es geht zum jetzigen Zeitpunkt, da stimme ich Ihnen allerdings ausdrücklich zu, vor allen Dingen darum, den Generalverdacht gegen die anderen Polizeibeamten, gegen Tausende von Beamten in Hessen, jetzt abzuwehren. Und ich will das noch hinzufügen, es geht auch darum, was Polizeibeamtinnen und Beamte, die sich nichts zu Schulden kommen lassen haben, momentan auf der Straße zu ertragen hat. Um diese zu schützen, geht es dieser Tage auch. Ich will das ausdrücklich noch einmal sagen. Wir haben sehr viele Debatten in der letzten Legislaturperiode dazu gehabt, unter welch schweren Bedingungen die hessische Polizei hier in Hessen zu arbeiten hat. Wir haben als Politiker eine besondere Verantwortung für die Polizei, die auf der Straße Tag für Tag für unsere Politik ihren Kopf hinhält. Applaus
Aber, meine Damen und Herren, es geht mir jetzt auch um die Frage, wer wann was wusste und wie die Aufarbeitung erfolgt. Es ist gut und richtig, dass die Mitarbeiter des Landeskriminalamtes die zentrale Ermittlungsführung in all diesen Fällen haben. Aber warum erst seit dem 10. Dezember? Wir hätten uns auch gewünscht, dass man sofort die Ermittlungen dorthin abgegeben hätte. Etwas mehr Distanz und Unabhängigkeit hätte von Anfang an gut getan, meine Damen und Herren. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der uns wirklich große Sorgen macht. Zur Aufklärung gehört nämlich vor allem Transparenz, meine Damen und Herren, und an dieser fehlt es hier eklatant. Die Zeitungen sind seit Wochen voll von täglich neuen Informationen, vermeintlichen Informationen. Und welche Rolle spielt der Innenminister dabei, meine Damen und Herren? Keine gute. Denn wir als Parlamentarier und Mitglieder des Innenausschusses werden immer nur dann mal informiert, wenn schon etwas in der Presse stand. Und das ist ein Zustand, der geht nicht, meine Damen und Herren. Und Sie sagen hier so schön, ich habe doch umfassend im Innenausschuss informiert, ja nur, weil wir ihn einberufen haben. Sonst hätte es bis heute keine eine Information gegeben, nicht eine einzige. Wir sind aber die obersten Repräsentanten in diesem Bundesland, und wir haben die Pflicht, die Landesregierung zu kontrollieren. Und wir tragen doch die Verantwortung für die Polizei als Ganzes. Und wir haben ein Auskunftsrecht durch die Landesregierung. Das ergibt sich aus der Hessischen Verfassung, und diesem müssen Sie endlich nachkommen, meine Damen und Herren. Mit der Zurückhaltung von Informationen, Herr Innenminister, tragen Sie jedenfalls nicht dazu bei, dass der Schaden von der Polizei als Ganzes abgewendet wird. Sie tragen dieser Tage eine ganz besondere Verantwortung für die hessische Polizei. Werden Sie dieser endlich gerecht mit einer ordentlichen Informationspflicht gegenüber den Abgeordneten und der Öffentlichkeit? Wie gesagt, zur Aufklärung gehört auch Transparenz, Herr Innenminister. Ich weiß sehr wohl als Vorsitzende der Parlamentarischen Kontrollkommission aus der letzten Legislaturperiode, dass es geheimhaltungsbedürftige Informationen gibt. Ja, natürlich. Aber man kann doch darüber reden, wie man Verfahren vereinbart, wann uns was in welcher Form mitgeteilt wird. Aber gar nicht es zu tun, geht überhaupt nicht. Herr Bereswyl hat vorgestern, also der Frankfurter Polizeipräsident, bei der Vereidigung der Polizei sehr richtig gesagt, dass Vertrauen in die Behörden zurückgewonnen werden muss. Da hat er recht. Und es geht nur mit Offenheit und Transparenz, und da fehlt es dran. Aber was in der Tat ein sehr bemerkenswerter Vorgang ist, und den will ich hier noch einmal aufrufen, das ist nämlich, dass der Innenminister bereits am 6. August letzten Jahres über das Drohschreiben an die Anwältin, was mit NSU 2.0 unterzeichnet war, wusste. Am 6. August. Das ist zum einen 14 Tage circa gewesen vor der Debatte über den Abschlussbericht zur vierjährigen Arbeit im NSU-Untersuchungsausschuss. Und es wurde kein Wort darüber berichtet. Und zum anderen, ich will das ganz deutlich sagen, hier wurde vom Innenminister die notwendigen Schlüsse aus der Aufklärung der NSU nicht gezogen. Einer der Erkenntnisse war doch, dass man damals vor ein paar Jahren versäumt hat, Bekennerschreiben ernst zu nehmen. Und das hätte hier erfolgen müssen, und das ist nicht erfolgt. Und dem müssen wir nachgehen, warum der Innenminister damals nichts gesagt hat. Und ich will Ihnen das noch einmal sagen. Sie glauben doch nicht, Herr Innenminister und liebe Regierungsfraktionen, dass der Bundespräsident einfach einmal so das Gespräch mit der Anwältin sucht. Das ist doch wegen dieser Bedeutung. Das ist eine Anwältin mit Migrationshintergrund, die ein solches Schreiben erhalten hat. Da hätten doch bei Ihnen alle Alarmglocken läuten müssen. Jetzt gibt es folgende Möglichkeiten. Es ist die mangelnde Sensibilität,
oder Sie haben es uns bewusst nicht gesagt, weil möglicherweise ein Ereignis ein paar Monate später folgte, wo das nur stören konnte. Ich will einmal sagen, dass Sie mit dieser mangelnden Informationspolitik Ihrem Vorvorgänger, Herrn Bouffier, eins zu eins folgen, nämlich das Parlament nicht zu informieren. Verehrte Frau Kollegin Faeser, ich muss Sie auf Ihre Redezeit hinweisen. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Ich will nämlich einen Satz noch sagen, den ich wichtig finde, der das auch noch einmal unterstreicht, welche Bedeutung das Verhalten des Innenministers hat. Die Behörde hat im Gegensatz zum Innenminister anders gehandelt. Sie hat die notwendigen Schlüsse aus NSU gezogen, indem sie sofort auch gegen eigene Leute im August schon ermittelt hat. Aber der Innenminister nicht. Und diese Sensibilisierung nicht zu haben, nach 4 Jahren Aufklärung im Untersuchungsausschuss NSU, können wir nicht nachvollziehen. Wir fordern vollständige Transparenz und Aufklärung, und zwar schnell mit einer ordentlichen Informationspolitik. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Faeser. Ich darf dem nächsten Redner das Wort erteilen, Herr Abg. Müller, FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mich den Ausführungen, die zu den Vorgängen rund um die Drohschreiben bereits hier gemacht wurden, ausdrücklich anschließen. Diese sind perfide und betreffen eben nicht nur, und das ist schlimm genug, die Rechtspflege, sondern auch die Tochter der betroffenen Anwältin. Das geht nicht, das ist inakzeptabel, und das muss schnellstmöglich aufgeklärt werden. Und es ist im Interesse aller, dass möglichst schnell gehandelt wird und möglichst schnell eine Aufklärung stattfindet, damit es nicht weitere regelmäßige Drohschreiben mit der Unterzeichnung NSU 2.0 gibt. Es darf gleichzeitig, und auch das ist mehrfach gesagt worden, kein Pauschalverdacht gegenüber der Polizei aufkommen. Und ich glaube, der ist auch nicht angebracht. Die Polizeibeamtinnen und Beamten in Hessen leisten hervorragende Arbeit, auch unter schwierigen Bedingungen. Schichtdienst, wenig Zeit für Familie und Freizeit, geringe Aufstiegschancen, Übergriffe auf Beamte, all das ist nicht einfach. Und trotzdem sorgen sie für unsere Sicherheit und klären Straftaten auf. Ich will an der Stelle, wenn ich gleich zur Kritik an der Informationspolitik des Innenministers komme, aber mal ausdrücklich die Presse loben, weil die Presse in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Wochen sowohl Vorgänge und die Situation rund um das erste Revier in Frankfurt mal beschrieben hat, und zwar in einer Art und Weise beschrieben hat, die informiert, die aufklärt, die nicht dazu geführt hat, dass man sagt, das geht ja alles gar nicht, und das sind alles ganz schlimme Situationen dort vor Ort, sondern die auch beschrieben haben, unter welchen schwierigen Bedingungen Polizeibeamte unter Umständen arbeiten, aber das ohne auch nur ansatzweise rechtsextreme Tendenzen zu relativieren. Meine Damen und Herren, da muss ich echt sagen, das war gut, genauso die Berichte, die zu Kirdorf zu lesen waren. Auch dort hat man sich sehr intensiv auseinandergesetzt. So stelle ich mir tatsächlich auch Aufklärungsarbeit auch durch die Presse vor. An der Stelle wollte ich diesmal betonen. Meine Damen und Herren, wir müssen mit aller Macht gegen die aktuellen Vorwürfe vorgehen. Dem muss nachgegangen werden. Ja, es ist mittlerweile eine BAO, eine besondere Aufbauorganisation, eingerichtet worden. Aber, und da muss ich sagen, das ist unser Hauptkritikpunkt. Das hat viel zu lange gedauert. Und das Spannende ist, es wurde sogar gegen einen eigenen Erlass des Innenministeriums damit verstoßen. Denn im Jahr 2006 hat der damalige Polizeipräsident unter dem heutigen Ministerpräsidenten einen Erlass getätigt, in dem er ausgeführt hat, ich zitiere das gerne, dann wird es klarer, es wurde eine Organisationseinheit Amtsdelikte interne Ermittlungen gegründet, die folgende Aufgaben wahrnimmt: Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen, Verwaltungsermittlungen und disziplinarrechtliche Ermittlungen gegen Bedienstete der hessischen Polizei, wenn der Tatbestand geeignet ist, in der Öffentlichkeit Aufsehen bzw. Beunruhigung zu erzeugen. Und, meine Damen und Herren, wenn die Vorgänge um diese Chatgruppe herum nicht geeignet sind, in der Öffentlichkeit Aufsehen und Beunruhigung zu erzeugen, dann weiß ich nicht, welche es sind.
Und diese wurden Anfang September definitiv klar. Das hat der Innenminister selbst in der Sondersitzung des INA berichtet. Und deswegen hätte auch schon im September das Landeskriminalamt tätig werden müssen, weil schon im September klar war, dass hier einiges im Argen liegt. Und bedenkt man weiter, dass der kriminalpolizeiliche Meldedienst aus guten Gründen zentral beim HLKA angesiedelt ist, um unter anderem überregionale Muster zu erkennen, um zu erkennen, wenn in verschiedenen Polizeipräsidien mögliche rechtsextreme Tendenzen vorliegen, dann wird doch deutlich, dass diese übergeordnete Funktion des HLKA eben nicht zu vernachlässigen ist. Und genau das wurde drei Monate nicht gemacht. Und dann kann man sich natürlich dafür rühmen, dass man im Dezember, nachdem das öffentlich geworden ist, und das ist das, was eben nachdenklich macht, dann das LKA beauftragt wird und mit 50 Mann auch eine BAO. Das kritisieren wir nicht. Nur das hätte drei Monate früher passieren können. Dann wären wir jetzt schon deutlich weiter in den Ermittlungen. Und das ist die Kritik, die wir üben müssen, weil das ein klares Versäumnis auch der politischen Führung ist, meine Damen und Herren. Ich glaube, jenseits dessen ist der Hauptpunkt, weil wir uns immer streiten, was darf denn gesagt werden aus den Ermittlungen. Herr Innenminister, kein Mensch möchte Sie dazu bringen, gegen Gesetze zu verstoßen und uns über Sachen zu informieren, über die Sie nicht informieren dürfen. Aber es drängt sich immer wieder der Eindruck auf, dass Sie nicht informieren wollen, weil dann, wenn wir Sondersitzungen beantragt haben, haben wir ja Informationen bekommen, die wir vorher nicht hatten, die Sie uns auch geben konnten, dann, und zwar nur dann, und das ist unser Kritikpunkt, wenn wir das Gefühl hätten, und da haben Frau Faeser, Herr Greilich und auch ich in den Sondersitzungen des INA mehrfach angeboten, und wir machen es heute wieder, hat auch Frau Faeser vorhin gemacht, suchen wir nach einem Weg, wie wir im gemeinsamen Interesse aller diesen Informationsfluss verbessern können. Sie nehmen, glaube ich, zumindest Frau Faeser und mir und SPD und FDP ab, dass wir kein Interesse an einer Skandalisierung dieses Themas haben, weil wir der hessischen Polizei bestimmt nichts Schlechtes wollen, sondern wir wollen, dass das verloren gegangene Vertrauen zurückgewonnen wird und kein neues Vertrauen gefährdet wird. Aber dazu, meine Damen und Herren, ist es erforderlich, dass die Öffentlichkeit und auch die Politik entsprechend informiert wird. Und ich sehe nicht, warum es nicht möglich sein sollte, und das war in der Vergangenheit, habe ich mir berichten lassen, kenne es auch aus dem Rechtsausschuss, ob Leute über Verfahren informiert werden, zumindest soweit es irgend geht. Das geht. Und so viel Vertrauen muss da sein. Und wenn gegen dieses Vertrauen verstoßen wird, weil jemand dann doch eine Information weitergibt, dann kann man immer noch darüber reden, ob Leute Gespräche so machen kann. Aber ich glaube, dass wir einen solchen Weg finden sollen. Das wäre im Interesse aller. Dann kann man beraten, in welcher Form man auch die Öffentlichkeit in Form von Ausschusssitzungen oder was auch immer informiert. Meine Damen und Herren, wir müssen, wenn wir ein Interesse daran haben, dass kein weiteres Vertrauen verloren geht, einen Weg finden, wie wir den Informationsfluss verbessern. Und meine Damen und Herren, es ist nie zu spät. Bitte, Herr Schaus. Und jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Schaus. Jetzt haben Sie es doch geschafft. Herr Schaus, wissen Sie, ich würde mir wünschen, dass Sie das, was Sie gestern Abend gesagt haben, dass es Ihnen nämlich auch darum geht, das Vertrauen in die hessische Polizei wiederzuerlangen bzw. daran mitzuarbeiten, dass es nicht weiter verloren geht, dass Sie das wirklich auch ernst meinen. Und Ihren Ausführungen eben konnte ich das leider nicht vollends entnehmen, weil ich schon das Gefühl habe, wenn Sie Vorfälle aus dem Jahr 2000 oder 2008 in Verbindung mit einer Chatgruppe im Jahr 2017 bringen, wo es jetzt schon nicht auf den ersten Blick einen Zusammenhang gibt, dann versuchen Sie, einen Eindruck zu erwecken, dass es hier ein Gesamtsystem gibt, wo tatsächlich nach allem, was wir wissen, ich weiß nicht, ob Sie mehr wissen, erst einmal kein Zusammenhang besteht. Wenn Sie mehr wissen, dann teilen Sie es uns mit, aber bitte mit Fakten belegt und nicht mit Spekulationen. Wenn Herr Schaus, solche Informationen vorliegen, dann lassen Sie uns zukommen. Ansonsten bitte ich Sie, das nicht, weil hier geht es tatsächlich um das Vertrauen der Bevölkerung in die hessische Polizei. Und ich glaube, dass wenn 11 Vorfälle, und im Moment geht es um 11 Personen, die suspendiert sind, dass wir hier nicht von einem 12, ja, das, gestern Abend wurde wieder einer rausgenommen, einer dazugenommen, weil die Ermittlungen sind am Laufen.
Aber, meine Damen und Herren, dann geht es hier nicht, und das sind nicht 12 aus einem Sachverhalt, sondern aus 3 oder 4 verschiedenen Sachverhalten, dann geht es hier eben nicht um ein groß angelegtes Netzwerk. Einer davon in Kirchdorf. Genau das haben wir thematisiert. Aber an der Stelle, Herr Schaus, sind tatsächlich die Ermittlungen. Deswegen haben wir gefragt und auch einen dringlichen Berichtsantrag gemacht. Aber das ist tatsächlich ein Bereich, wo es um Ermittlungsverfahren geht und wo laufende Ermittlungen nicht beeinträchtigt werden dürfen. Deswegen gibt es dann irgendwann auch die Verpflichtung zu akzeptieren, dass man dort keine Informationen bekommen kann. Wir werden trotzdem, und das kündige ich an, weiter dranbleiben und weiter aufpassen, dass hier intensiv aufgeklärt wird, weil nur Aufklärung, Transparenz und offene Informationspolitik hier an der Stelle helfen können, das Vertrauen nicht weiter zu verlieren bzw. verloren gegangenes Vertrauen, wie Herr Bäreswil das vorgestern gesagt hat, auch zurückzugewinnen. Deswegen, meine Damen und Herren, die Bitte auch an den Innenminister, vermitteln Sie uns den Eindruck, dass Sie uns auch informieren wollen, und suchen Sie gemeinsam mit uns Wege, dass Sie das Parlament, den Innenausschuss, die Obleute entsprechend informieren können. Dann wären wir schon einmal wieder einen Schritt weiter. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Müller. Nächste Rednerin ist die Abg. Goldbach, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben gestern im Innenausschuss zum dritten Mal eine erregte Debatte erlebt über das Thema Untersuchung in der hessischen Polizei und die Drohbriefe an eine Rechtsanwältin. Es scheint sich hier ein Muster zu wiederholen. Herr Schaus, ich möchte es einmal ein bisschen anschaulich bildlich darstellen. Die Presse berichtet. DIE LINKE greift es auf, macht daraus eine parlamentarische Initiative. Wir beraten im Innenausschuss. Die Presse berichtet darüber, ausschließlich darüber, was DIE LINKE dort sagt, berichtet darüber. DIE LINKE macht eine parlamentarische Initiative wieder. Große Erregung im Ausschuss, die Presse berichtet und so weiter. Ich möchte aber doch einmal betonen, Wir müssen gerade bei dieser sehr schwierigen Angelegenheit immer schauen, was wissen wir eigentlich, was liegt hier vor und worüber reden wir. Wir wissen, dass eine Frankfurter Rechtsanwältin Drohschreiben erhalten hat. Das ist völlig inakzeptabel. Das empört uns. Und wir als Gesellschaft dürfen es auch nicht zulassen, dass Menschen so behandelt werden, und zwar alle Menschen. Ich möchte nicht wiederholen, was in diesen Briefen stand, denn solche Worte nimmt kein vernünftiger Mensch gerne in den Mund oder überhaupt. Und derartige Drohungen gegen ein Mitglied unserer Gesellschaft sind einfach eine extreme Grenzüberschreitung. Ich glaube, genau darum geht es den Verfassern dieser Schreiben. Sie wollen Grenzen überschreiten. Sie wollen provozieren, und sie wollen eine Verrohung der Sprache herbeiführen. Sie wollen Gewalt in die Sprache bringen. Sie wollen ein gesellschaftliches Klima schaffen, in dem Unsägliches gesagt werden darf. Aber das werden wir nicht zulassen. Denn ich glaube, die überwiegende Mehrheit unserer Gesellschaft und auch dieses Landtags toleriert ein solches Verhalten nicht. Unsere Demokratie ist und bleibt wehrhaft gegenüber solchen Angriffen, und wir alle leisten unseren Beitrag dazu, dass unsere Demokratie wehrhaft bleibt. Wir wissen, dass das Hessische Landeskriminalamt der bedrohten Anwältin Schutzmaßnahmen gewährt. Sie machen das so angemessen, dass die Gefährdungslage bewältigt werden kann. Das ist gut. Natürlich haben die Ermittlungsbehörden direkt nach der Anzeige der Anwältin, also hier der polizeiliche Staatsschutz und die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt, strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Gegen unbekannt, denn wir wissen ja nicht, wer diese Schreiben verfasst und verschickt hat. Und im Zuge dieser Ermittlungen wurde auf einem Mobilfunkgerät einer Polizeibeamtin entdeckt, dass sie einen Chatverkehr mit rechtsextremistischen Äußerungen mit 4 weiteren Polizeiangehörigen geführt hat. Die Ermittlungsbehörden haben aber
auch nach den Informationen aus drei Ausschusssitzungen noch keinerlei Informationen darüber veröffentlicht, ob es einen Zusammenhang zwischen den Drohbriefen und den unter Verdacht stehenden Polizeibeamten gibt. Denn hier gilt eben wie überall der Grundsatz, es muss erst aufgeklärt werden, und dann auf der Grundlage eines festgestellten Sachverhaltes kann auch eine Bewertung erfolgen, und nicht vorher. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde, dass wir in einer stabilen und gefestigten Demokratie leben und dass wir als Bürgerinnen und Bürger deshalb auch unseren staatlichen Institutionen vertrauen können. Seine Stärke beweist der Rechtsstaat auch und gerade in solchen bewegten Zeiten. Und deshalb würde ich dazu raten, dem Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft zu vertrauen, dass sie die Ermittlungen sorgfältig und gründlich führen, wie es ihre Aufgabe ist, und dass am Ende, sollten sich die Verdachtsmomente erhärten, ein Gericht die potenziellen Täterinnen und Täter zur Rechenschaft ziehen wird. Der Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofs, Roman Posek, hat am vergangenen Dienstag bei einem FAZ-Bürgergespräch einen Satz gesagt, der mir gefällt. Er hat gesagt, nur weil aber jemand das Recht bricht, entsteht keine Krise des Rechtsstaates. Es kommt darauf an, wie der Staat reagiert. Und ich finde, das trifft es ganz genau. Es gibt keine Krise des Rechtsstaates, und das versuchen bestimmte Kräfte zu suggerieren. Aber die haben wir hier nicht. Und das LKA und die Staatsanwaltschaft achten auch sehr darauf, den Ermittlungserfolg eben nicht zu gefährden. Und da liegt eigentlich das Problem. Denn eine Gefährdung liegt vor, wenn z. B. zu früh Erkenntnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Wir haben in den Sondersitzungen des Innenausschusses im Dezember und im Januar und gestern Abend von Generalstaatsanwalt Prof. Dr. Fünfzehn mehrmals immer wieder gehört, dass die Verdunkelungsgefahr in diesem Verfahren besonders groß ist. Das heißt, die Gefahr, dass Beweismittel gelöscht werden, verschwinden, nicht mehr auffindbar sind. Das ist ja auch klar. Das hat er immer wieder gesagt, und er hat das in aller Deutlichkeit gesagt. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Idee, wie der Innenminister über Sachverhalte informieren soll. Also, Ihr Vorschlag, wir könnten ein Format finden, wäre schön, aber ich habe wirklich keine Idee dazu. Wie soll das Format funktionieren, wenn der Generalstaatsanwalt sagt, wir können nichts veröffentlichen? Und man muss doch auch sagen, das Hessische Landeskriminalamt gewährt der bedrohten Rechtsanwältin alle Schutzmaßnahmen, die erst einmal für die Bewältigung der Gefahrenlage erforderlich sind. Das habe ich vorhin schon einmal erwähnt. Das heißt, um die Geschädigte kümmern sich die Institutionen, die dafür zuständig sind. Ich finde es richtig, dass wir alle hier stehen und dass wir das im Ausschuss und immer wieder sagen, dass wir das unmöglich finden, dass wir das nicht tolerieren und dass der Rechtsstaat ganz klar an der Seite dieser Geschädigten steht. Keine Frage. Aber wir können die Sache nicht aufklären. Wir können die Sache nicht aufklären. Da endet eben unsere Kompetenz. Doch, das ist aber eine Erwartungshaltung. Wir finden auch, dass jeder extremistische Fall innerhalb der hessischen Polizei unerträglich ist. Aber auch hier alle Vorfälle werden verfolgt. Die beschuldigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, denen wurde die Führung der Dienstgeschäfte verboten. Und ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Einzelfällen, ist immer noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Also auch hier können wir noch keinen Zusammenhang herstellen und darüber auch keine Aussage machen und keine Bewertung vornehmen. Aber ich fand es gut, dass schon mehrere Vorrednerinnen und Redner gesagt haben, wir wollen alle nicht, dass die hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten jetzt pauschal verdächtigt werden. Denn in Hessen haben wir über 14.000 Frauen und Männer im Polizeidienst, und der allergrößte Teil steht, das hat der Kollege Bellino vorhin ganz richtig gesagt, fest auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es ist in deren Interesse, dass aufgeklärt wird und sorgsam ermittelt wird. Und wenn wir das Ermittlungsergebnis haben am Ende, dann werden wir das natürlich politisch beleuchten, und wir werden es auch politisch bewerten, aber erst, wenn wir ein Ergebnis haben. Was kann der Staat noch tun? Was kann auch das Land Hessen tun? Die hessische Regierung natürlich Präventionsarbeit betreiben. Und das tut das Land ja auch und das Innenministerium.
Das beginnt mit der sorgfältigen Auswahl der Beamtinnen und Beamten. Das geht weiter mit Fortbildungsmaßnahmen für Beamtinnen und Beamten. Es gibt vertrauliche Ansprechpartner innerhalb der Polizei, an die sich einzelne Beamte wenden können, wenn es zu schwierigen Situationen kommt. Und das freut mich sehr, dass die Opposition das auch aufgenommen hat und befürwortet und unterstützt. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, eine unabhängige Ombudsstelle einzuführen, die eine Beschwerdestelle für alle Bürgeranliegen sein soll, aber auch den Angehörigen der Sicherheitsbehörden offenstehen. Und wir haben geschrieben, wir werden den anderen Fraktionen vorschlagen, die Anlaufstelle beim Landtag anzusiedeln. Das heißt, wir werden hier im Hessischen Landtag gemeinsam darüber beraten. Sie haben das schon positiv begleitet. Und ich freue mich darauf, dass wir dann alle gemeinsam daran arbeiten werden und dafür sorgen werden, dass wir diese Ombudsstelle hier einrichten und wir in Hessen noch mehr gute Präventionsarbeit machen werden, damit es nicht weiter zu solchen Vorfällen kommt, wie wir sie jetzt erlebt haben. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Ich darf jetzt erteilen das Wort Herrn Holger Bellino, Fraktion die CDU. Für 2 Minuten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte dennoch noch einmal das Wort ergreifen, da das ein oder andere meines Erachtens hier nicht gesagt wurde. Ich will nicht sagen, verschwiegen wurde. Das wird ja von anderer Seite unterstellt, aber nicht gesagt wurde. Ich finde, es ist auch wichtig für diejenigen, die das auch in Zukunft verfolgen wollen. Erstens einmal, das ist eine Wertung. Wir sind der Meinung, dass der Minister in diesen Sondersitzungen des Innenausschusses und auch darüber hinaus all das gesagt hat, was er sagen konnte. Er hat sehr glaubwürdig vorgetragen, hat sich rückversichert bei der Generalstaatsanwaltschaft und auch bei anderen, ob er eine gewisse Antwort stellen kann. Ich bin auch 3- oder 4-mal leer ausgegangen mit meinen Fragen. Aber im Gegensatz zu anderen akzeptiere ich das. Denn für mich steht ganz oben an der Tagesordnung der Ermittlungserfolg, dass es uns gelingen muss, diese Typen zu fangen. Das ist für mich ganz oben auf der Tagesordnung. Und das Zweite, ich habe mir zwar Redezeit aufgehoben, aber ich muss mich trotzdem beeilen. Das Zweite ist, im Gegensatz zu anderen habe ich auch ein großes Vertrauen in unsere Sicherheitsarchitektur. Die machen ihren Job, und die sind die Ermittlungsbehörden und nicht der Hessische Landtag. Ich lasse die ermitteln, die dafür bezahlt werden, die da ausgebildet sind und die das auch können. Drittens, warum verschweigen Sie denn alle, dass es eine Obleuteinformation gab? Es gab auch nicht nur die angesprochenen Sondersitzungen, sondern es gab eine Telefonschalte, wenn ich richtig informiert bin, wo der Innenminister die Obleute informiert hat, ohne dass er dazu gejagt werden musste. Und drittens und viertens, das Landeskriminalamt erfuhr am 3.8. von diesem Drohbrief. Am 2.8. ist er bei der Rechtsanwältin eingegangen. Am 3.8. erfuhr das Landeskriminalamt davon. Die haben das umgehend an das Polizeipräsidium weitergeleitet. Also, sie haben sich damit nicht befasst, sondern sie haben es weitergeleitet, weil die in Frankfurt dafür zuständig waren, so war zumindest die Aufstellung, und auch gut aufgestellt sind. Am 25.10. und am 11.9., also am 11.9. und am 25.10., um chronologisch richtig zu bleiben, gab es Hausdurchsuchungen, und Büroräume wurden durchsucht. Die konnten dann nur untersucht werden, weil in dieser Zwischenzeit ermittelt werden konnte, aber ermittelt werden konnte undercover und eben nicht mit Bekleidung der Öffentlichkeit. Und deshalb ist das erfolgreich gewesen. Deshalb ist es erfolgreich gewesen. Deshalb konnte man zum einen den Absender identifizieren und konnte zweitens der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten habhaft werden. Das war der Grund, warum der Innenminister oder andere zu einem früheren Zeitpunkt nicht informieren konnten. Und das hat überhaupt nichts mit dem Abschlussbericht des NSU zu tun. Das ist infam, hier eine entsprechende Korrelation herstellen zu wollen. Kollege Bellino, ich muss Sie an die Redezeit erinnern, aber Sie sind schon fertig. Danke schön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am Ende der Aussprache zum Tagesordnungspunkt 14, der verbunden wurde mit dem Dringlichen Entschließungsantrag aus Tagesordnungspunkt 29. Es ist vereinbart, beide in den INA zu überweisen. Ich sehe, das ist so richtig. Dann wollen wir genauso verfolgen.